So, willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Dann gehen wir mal zur nächsten Mission. Wo auch immer sie uns langführt. So. Wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Ich weiß, dass wir bei irgendeinem Haus eigentlich waren. Es hat auch angefangen zu regnen. Ist jetzt nicht das beste Wetter zum Reisen. Sollten wir nicht eigentlich? Doch. Ich glaube, wir sollten hier rein. So, wie geht's dir? Sieh an, sieh an, sieh an. Wenn das keine Ausgestoßene ist, Urmutter, schütze mich. Dass du mich überhaupt siehst, so wie du in andere Richtungen schaust, damit dich ja niemand beobachtet. Pass auf, sonst verrenkst du dir was. Es schmerzt mich immer, wenn du kommst, Mädchen, so oder so. Nicht so griesgrämig. Gibt's einen Grund, warum du heute so griesgrämig bist? Nach der Erprobung wirst du Kriegerin. Dann gehst du zu Händlern in Mutterherz. Vielleicht verliere ich einfach nicht gerne Kunden. Händler, die nicht mit Ausgestoßenen handeln, meinst du? Das stimmt. Unsere Zeit der Verbrechen ist vorbei. Angst, dass ich dich melde? Glaubst du, ich erzähle herum, dass du mit Ausgestoßenen handelst? Ich glaube nicht, dass du mich verrätst. Aber man weiß ja nie. Mach dir keine Sorgen. Ich verrate nichts. Ja, das dachte ich mir. Aber trotzdem schön zu hören. So. Warum riskieren, mit Ausgestoßenen zu handeln? Warum riskierst du Handel mit Ausgestoßenen? Jedes Mal fragst du. Wenn du dauernd große Diskussionen führen willst, verschwinde. Weil du früher selbst einer warst, oder? Ja, ich wurde in einer der Metallruinen jenseits des Beckens erwischt. Stammhütter sagten, ich sei verdorben und gab mir 5 Jahre. Was war da in den Ruinen? Nichts, was ich deuten konnte. Nach der Zurückweisung versuchte ich wieder in Mutterherz zu leben, aber... ich kannte dort keinen mehr und da waren so viele Leute, einfach überall. Hier gefällt es mir besser. Rost weiß es, oder? Der Einzige, der von unseren Geschäften weiß, ist Rost. Ja, tja, er kann mich nicht verpfeifen, selbst wenn er es wollte. Ein gesetzestreuer Mann, dieser Rost. Wie erträgst du das nur? Du weißt nicht, warum er ausgestoßen wurde? Ich sagte doch nein. Ich glaube, niemand kennt den Grund. Es muss wohl was Ernstes gewesen sein, ist ja lebenslänglich. Ja, dann handeln wir mal. Beim letzten Mal hattest du eine Stolperfalle im Angebot. Hast du sie noch? Hab ich. Aber besorg du mir eine Plündererlinse. Was soll ich sagen? Spezialwaffen sind nicht billig. Oh, ich kann zahlen. Ich habe vor kurzem einen Plünderer erledigt. Und die Linse ist perfekt erhalten. Das beurteile ich. Zeig her. So, Stolperfalle. Kaufen. Ausrüsten. Einmal nach oben. So, da hatten wir einen kleinen Cut, aber es geht auch schon weiter. So, jetzt kann ich... jetzt, wo du eine Stolperfalle hast, üb damit mal lieber woanders, okay? Mein Leben ist aufregend genug, ohne dass ein Haufen Sprengfallen hier herumliegt. Ehrlich. Jetzt sag los. So, noch was? Bist du später noch hier, falls ich noch was kaufen möchte? Ich bin hier. Und wie immer bin ich an Teilen von allen Maschinen interessiert. Je besser die Teile, desto mehr Schaden zahle ich. Und sieh dir doch auch mein Inventar nochmal an. Wer weiß, vielleicht habe ich etwas, das dir bei der Erprobung hilft. Ja, wenn ich Geld habe oder Scherben, werde ich vorbeikommen. Ich glaube, das war dann wohl alles. Okay, viel Glück bei der Erprobung. Urmutters Segen und all das. Ich habe, was ich wollte. Jetzt auf zu Rust am Mordtor. So, Glück werde ich brauchen. Aber wo wir schon hier sind, kann ich ja... erstmal, was ist das hier?
Eine Armbrust? Oder ist das auch irgendwo? Eine Armbrust, glaube ich, oder? Auf jeden Fall habe ich keine Munition dafür. So, herstellen. Brauche ich eigentlich auch nicht. Hier Quests. Nebenquests. Alles, ne? Verwundeter Jäger mit Aloy, ja. So, kann ich mal die machen, wenn ich hier sowieso schon in der Nähe bin. Genau, so. Ja, was gibt's eigentlich zu reden? Ich wollte mir jetzt demnächst eine PlayStation 5 holen. Ja, dann bin ich auch einer der coolen Leute. Wobei, die ist ja jetzt auch schon längere Zeit draußen. Aber die soll ja echt geil sein. Auch mit diesem haptischen Feedback und so von den Controllern. So, hab mich dafür eigentlich noch nicht interessiert. Beziehungsweise nicht viel. Aber jetzt, wo ich das gehört habe, fand ich das schon echt cool. Noch, okay. Und da ich sowieso ein Fan von The Last of Us bin, okay, das kommt ja jetzt am 28. Auf PC raus, aber ich sag mal so, das ist ein, nee, hier sind wir, so, das ist ja ein PlayStation 5 Spiel, deswegen, ja, PlayStation 5, ein PlayStation Spiel meine ich, deswegen muss ich das auf der PlayStation spielen. Ich finde, das gehört sich einfach. Aber ich glaube, die Grafik auf dem PC und so macht schon was her, wenn es rauskommt. Oh, ich und Aim auf der Konsole, ne? Oder Konsole, Controller. Nicht so das Gelbe vom Ei. Oh ja, die Grafik wird wahrscheinlich bombastisch sein. Aber jetzt habe ich ihre Aufmerksamkeit. Ich habe nur eine 2080 drin. Und ich glaube, das muss Arana sein. Und sie steckt in der Tür. Und ich glaube, um vernünftig zu spielen, bräuchte ich mindestens eine 30er. Damit die Grafik auch schön aussieht und so. Wow, direkt zwei auf einmal, was soll das? Zack. Zack. Und zack. Genau. Hab mich darüber noch nicht informiert, was an Leistung braucht, aber ich würde mal so schätzen. Damit es wirklich vernünftig läuft. So, dann reden wir erstmal mit Arana. Danke. Oh, ich dachte schon, die Wächter reißen mich in Stücke. Dein Vater schickt mich zu dir. Es ist Zeit, heimzukehren. Dachte ich mir. Aber ich kann nicht zurück, bevor ich nicht den Speer von diesem Plünderer habe. Der Speer? Dieser Speer scheint dir viel zu bedeuten. Meine Mutter hat ihn kurz vor ihrem Tod gemacht. Und mein Vater hat ihn einfach verloren. Das wollte er nicht. Plünderer sind gefährlich. Ich weiß. Aber ich ertrage es nicht, ihn nie wiederzusehen. Das kann ich glauben. Dein Vater. Dein Vater ist krank vor Sorge um dich. Er sorgt sich schon, wenn ich kurz zum Austreten hinter einen Busch gehe. Er will dich bloß nicht verlieren. Ich weiß. Aber ich wünschte, er würde nicht so oft schimpfen. Wächter sind böse. Was hat dich auf diesen Baum verschlagen? Ich bin dem Plünderer zu Mutters Wiege gefolgt. Hab ihn sogar kurz gesehen. Doch da sah ein Wächter mich und rief seine Meute. Ach, Urmutter. Ich bin wohl eine zu schlechte Jägerin, um den Speer zurückzubekommen. Ich suche nach deinem Speer. Ich suche deinen Speer. Wirklich? Oh, danke. Such du deinen Vater. Sein Bein hat versagt, als er nach dir suchte, gleich südlich von Mutterherz. Oh nein. Okay, ich gehe sofort zu ihm. Nochmals danke. Nicht dafür.
Ich habe mir jetzt auch den coolen Übergang gemacht. Wobei, da sieht jetzt nicht. Mein OBS ist da hinten, deswegen. Genau da seht ihr es. Cool, 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 cool. Bam. Was soll das nur? Wandgemälde. Oh, das Lagerfeuer können wir hier auch aktivieren. Perfekt. So, und auf jeden Fall wollte ich mir jetzt die PlayStation holen. Worauf ich auch mega gehypt bin. Kann man gar nicht glauben. Achso, ich muss das Gebiet einfach mit meinem Fokus. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Na dann. Lauf, 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 lauf. Und zack. So. Einmal. Kann ich mich noch heilen? Einfach voll geil. Genau, genau. PlayStation 5 und so. Und da werden wir zusammen The Last of Us durchspielen. Ich habe das auf der PlayStation 4 gespielt. Die Remastered Version. Damals, ich habe Let's Plays und sowas auf der PS3 noch geguckt. Wobei von der PS3 für The Last of Us. Da war ich so erstaunt von dem Spiel, so wie eigentlich fast jeder. Dann hat mein Bruder sich das Remastered auf der PS4 geholt. Das brauche ich später noch. Und dann habe ich das bisschen gezockt, aber ich habe es leider nie durchgespielt. Okay, hier kann ich meinen Fokus anmachen. So. Und jetzt wollte ich. So, da geht's lang. Jetzt wollte ich mal gucken. Mit dem haptischen Feedback und sowas. Wie das auf der PlayStation 5 ist. Irgendwie. Ach so, von hier. Dann bin ich in die falsche Richtung gegangen. Oh Mann. Kann auch nur mir passieren, oder? Oh, da geht's lang. Dann spielen wir erstmal The Last of Us 1 durch. Und anschließend auch den zweiten Teil. Worauf ich mich auf jeden Fall schon mega freue. Weil das einer meiner Lieblingsspiele. Wo geht's hier lang? Komisch. Ist ein Wächter? Achso, hier. Ja. Ah, durch die Büsche ist er gegangen, deswegen. Genau. Ja, könnt ihr euch auch schon drauf freuen? Hier muss sie den Plünderer gesehen haben. Zumindest wenn ihr den. Wenn ich seiner Spur folge, müsste ich den Speer finden. Zumindest wenn ihr The Last of Us mögt. So. Genau. Da würde ich mal sagen, gehen wir den Plünderer weitersuchen. Überall Tiere, die Welt ist belebt.